Die Kugel hat keine Achse, aber wenn sie eine Achse ist, dann ist sie in Bewegung. Und wenn sie in Bewegung ist, dann diese Achse erlaubt nur zwei Richtungen. Entweder nach da oder nach da, aber nicht so. Wenn sie eine Achse ist, kannst du eine Kugel durchstechen mit einer Achse und sie hat nur zwei Richtungen, wie ein Rad. Das ist zwar sehr umständlich erklärt, prinzipiell aber mal nicht verkehrt. So, und was haben die Globalisten mit der verrascht mit der Kugelerde? Um einen Kreis zu machen, muss hundertprozentig, garantiere ich euch und widerlege jeden Wissenschaftler, dass die Achse muss 90 Grad zu dieser großen Kugel sein. Okay, um das mal nachzuvollziehen, was du hier behauptest, ich darf meinen Mini-Globus bei seiner Umlaufbahn also nur mit senkrechter Achse bewegen, ja? Verstehe ich das richtig? Ich darf also die Achse nicht um, sagen wir, 23 Grad neigen? Hm. Aber warum denn nicht? Kann die sich dann nicht mehr drehen? Wird der Murmel schwindelig? Oder ist das gar verboten? Werde ich dafür bestraft, wenn ich es trotzdem mache? Vielleicht weißt du als Universalexperte da ja mehr als ich. Wie sieht's dann aus, wenn ich den Globus quasi hinlege? Darf ich das wenigstens? Oder auch nicht? Ist das noch verbotener? Also irgendwie kann ich dir nicht so ganz folgen, denn offensichtlich funktioniert es ja sehr gut, egal wie die Achse im Raum steht. Diese Kugel, um andere Kugel kreisen zu lassen, um diesen Kreis zu machen, muss, ich wiederhole, die 90 Grad hier sein. Es geht nicht mit dieser Neigung um 23 Grad und dann auf einem Zauber wird dieser Kreis gemacht. Nein, so funktioniert das nicht. Du kannst diese Achse nicht biegen, nicht bewegen. Ich kann sie aber neigen. Oder willst du mir erzählen, ich könne so keine Fotos mehr machen, wenn die Kamera gekippt ist? Also ich muss ehrlich sagen, das ist mir bisher gar nicht aufgefallen. Die Kugel, um diesen Kreis zu machen, muss sie 90 Grad haben. Das ist Spinnerei. Mit dieser Neigung wird sie nicht diesen Kreis machen, die wird wegrollen. Versuch selber das. Auf Billardkugel stößt sie hier einmal und einmal da. Wenn ich die Kugel von rechts anstoße, rollt sie so weg. Willst du behaupten, die Erde würde so um die Sonne kullern? Ich kann dir versichern, das tut sie nicht. Denn die Erde ist keine Billardkugel und sie rollt auch nirgendwo herum. Du ziehst hier also einen vollkommen untauglichen Vergleich heran, um daraus irgendwelchen Unsinn zu konstruieren. Es ist ja kein Wunder, dass da nichts Gescheites bei rauskommt. Hier wird sie geradeaus fliegen, rollen und wenn du sie hier anstößt, dann nimmt sie eine andere Bahn. Das ist Gesetz, das ist sowas von kinderleicht zu beweisen. Wo du sie anstößt, wo wir sie eine Achse haben beim Rollen. Verstehst du das? Sie rollt aber nicht. Sie fällt. Und genau wie bei einer Kugel, die ich in die Luft werfe, ist die Ausrichtung der Achse vollkommen egal. Sie kann zu mir rotieren. Oder von mir weg. Oder seitwärts. Die Richtung der Achse ist beliebig. Und daran ändert sich auch nichts, denn eine solche Achse steht stabil im Raum. Das sind elementare Grundlagen der Physik. Frag den Nefton. Es ist ausgeschlossen, mit geneigter Achse diese Kugel, diesen Kreis zu machen. Das ist Fälschung. Das ist, so muss die Achse sein. Das ist falsch, das ist richtig. Um eine Kugel, um die andere Kugel kreisen zu lassen, nur mit dieser Achse, aber nicht mit dieser. So. Wie schon gesagt, die Richtung der Achse spielt absolut keine Rolle. Du wirfst hier, wie früher schon, zwei Dinge in einen Topf, die miteinander nichts zu tun haben. Die Rotation eines Himmelskörpers und seine Umlaufbahn sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Die haben nichts miteinander zu tun. Es sind zwei unabhängige Bewegungen. Das habe ich dir schon mal versucht zu erklären. Du hast es aber offensichtlich bis heute nicht verstanden. Werfen wir mal einen Blick auf die anderen Planeten in unserem Sonnensystem.
dann sieht man ziemlich deutlich, dass sich jeder in einer anderen Weise dreht, mit anderer Achsneigung und anderer Geschwindigkeit. Die Venus dreht sich sogar gegenläufig. Ja, und was der Uranus da veranstaltet, naja, ist wahrscheinlich wieder mal besoffen, so wie der da rumkullert. Aber du siehst, die Richtung der Rotationsachse spielt absolut keine Rolle. Wir reden über Bewegung im freien Raum, nicht auf einem Billardtisch. Ich glaube, ich habe euch das verständlich erklärt. Aber ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Du hast lediglich eine Behauptung aufgestellt, mehr nicht. Weder hast du diese Behauptung begründet, noch irgendwelche physikalischen Hintergründe erläutert, warum diese Behauptung wahr sein sollte. Erklärt hast du also exakt gar nichts. Und schon mit meinen absolut simplen Kugelversuchen hier habe ich gezeigt, dass du falsch liegst. Das hat keine 5 Minuten gedauert. Damit willst du Wissenschaftler widerlegen? Ernsthaft jetzt? Ich kann dir jetzt schon sagen, wie die reagieren würden. Sonst würden diese Navigationssysteme nicht funktionieren. Die funktionieren auch nach diesem einfachen Prinzip. Triangulation. Nach Blau, Grün, Rot, nach 3 Achsen. Ein einfaches Prinzip also. Mhm. Und offensichtlich ist dieses einfache Prinzip für dich schon zu kompliziert, denn du kennst nicht mal die Begrifflichkeiten, mit denen du hier um dich wirfst. Zu deiner Info, Triangulation hat nichts mit den 3 Raumachsen zu tun, sondern mit Dreiecken. Du solltest sowas vielleicht besser vorher mal nachlesen und deine Wissenslücken stopfen, bevor du in selbige reinfällst. Und das ist Gesetz, was ich sage. Ich kann dir versichern, Johann, was du sagst, ist definitiv kein Gesetz. War es nie und wird es auch nie, da dir praktisch sämtliche notwendigen physikalischen und astronomischen Grundlagen fehlen. Was du sagst, ist einfach nur grober Unfug und schlichtweg falsch. Wie üblich.